Wie entwickelt sich eine Identität und Persönlichkeit bei einem Menschen? Was genau ist die Theorie des symbolischen Interaktionismus? Was ist mit den kindlichen Spielformen Play und Game gemeint? Und welche Bestandteile gibt es bei der Bildung der Identität? Dies und vieles mehr erfährst du im heutigen Video. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um die Theorie des symbolischen Interaktionismus nach George Mead. Auf dem Erzieher-Kanal erscheint jede Woche mindestens ein Video rund um Themen des Erzieherberufs. Lass gerne ein kostenloses Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen und den Erzieher-Kanal zu unterstützen. Die Inhalte aus den Videos gibt es jetzt auch zum Nachlesen auf der Homepage www.erzieherkanal.de. Und jetzt viel Spaß beim Video! Bei der Theorie des symbolischen Interaktionismus handelt es sich um eine Handlungstheorie, welche das individuelle Handeln von Menschen in der eigenen Umwelt untersucht. Der Grundgedanke und das Kernstück des symbolischen Interaktionismus sind die symbolisierenden Interaktionen. Was das genau bedeutet, schauen wir uns jetzt an. Mead hat es besonders interessiert, wie einzelne Menschen ihre sozialen Handlungen aufeinander abstimmen. Eine tragende Rolle spielt dabei die Sprache. Genauer genommen die Interaktion. Diese hat einen Symbolcharakter. Das bedeutet, dass es in Interaktionen und gesagten Wörtern oder Sätzen einen Interpretationsspielraum gibt. Laut Mead sind also die Interaktionen von Menschen für seine Theorie grundlegend, und da diese Interaktionen einen Interpretationsspielraum und einen Symbolcharakter haben, wird vom symbolischen Interaktionismus gesprochen. Mead beschrieb, dass der Unterschied zwischen der Interaktion zwischen Tieren und der Interaktion zwischen Menschen darin liegt, dass Tiere einfach auf Reize reagieren und Menschen in der Lage sind, Interaktionen zu interpretieren und erst dann darauf zu reagieren. Die Interpretation des Reizes bei Menschen geschieht durch Symbole, also meist durch Interaktion. Dadurch, dass der Mensch in der Lage ist, die symbolische Interaktion und das soziale Gefüge um ihn herum zu interpretieren und zu deuten, rückt der Aspekt der Eigenleistung und der Gestaltungsmöglichkeiten des Menschen in den Mittelpunkt. Das heißt, dass Personen die Lebenssituationen in ihrer Bedeutung interpretieren und sich dazu verhalten. Das Wissen über die Bedeutung wird unter anderem über kulturelle und gesellschaftliche Bedingungen vermittelt und so von vielen Menschen geteilt. Menschen nutzen die Interaktion und Sprache zum planvollen und kooperativen Handeln, also unter anderem auch zur Organisation. Dadurch sind komplexe Vorgänge zwischen Menschen beschreibbar. Dadurch kann die Interaktion und Kommunikation extrem komplex werden. Durch die Interpretationsspielräume jeder einzelnen Interaktion kann man schon fast davon ausgehen, dass es eigentlich ein Wunder ist, wenn Menschen miteinander kommunizieren und es dabei zu keinen Missverständnissen kommt. Was ist mit Symbolen gemeint? Wie kann Kommunikation gelingen? Wenn Kommunikation gelingen soll und Interaktion symbolisch, also mehrdeutig und interpretativ ist, dann ist es notwendig, dass die kommunizierende Person eine gewisse Fähigkeit aufweisen muss. Das ist die Fähigkeit der Empathie. Diese wird teilweise auch mit Fähigkeit zur Rollenübernahme oder mit Fähigkeit zur Perspektivübernahme beschrieben. Für gelingende Kommunikation ohne Missverständnisse ist es also notwendig, dass die Person in der Lage ist, mit den Augen des anderen zu sehen. In der Lage zu sein, wie die Sprache mit den Symbolen bei der anderen Person gegenüber ankommen könnte. Vor allem im pädagogischen Kontext ist das super wichtig. Kennt beispielsweise eine Erzieherin gar nicht die Symbolkraft ihrer getätigten Worte gegenüber Kindern, kann das schlimme Folgen haben. Droht die Erzieherin beispielsweise einem Kind, weil es nicht wie abgesprochen aufgeräumt hat, mit den Worten: "Wenn es gleich nicht aufgeräumt ist, dann werde ich richtig sauer." Dann sind die Interpretationsspielräume für das Kind sehr groß. Je nachdem, welche Symbole, Bedeutungen und Interpretationen das Kind mit den Worten "richtig sauer" verbindet und vielleicht in dem bisherigen Leben schon erlebt hat. Das Kind könnte denken, dass die Erzieherin so sauer wird, dass es nicht mehr in den Kindergarten kommen darf, dass die Erzieherin die Eltern anruft, dass die Erzieherin vielleicht sogar Gewalt anwendet und so weiter. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten der Interpretation. Diese symbolischen Interaktionen werden im Prozess der Sozialisation von Menschen erlernt. Für gelingende Kommunikation ist es also notwendig, dass der Mensch die Fähigkeit der Perspektivübernahme erlernt, und zusätzlich muss die Fähigkeit erlernt werden, die eigenen Handlungen an die Haltung der anderen Menschen anpassen zu können.
In der Theorie des symbolischen Interaktionismus werden kindliche Spielformen unterschieden, nach denen symbolische Interaktionen verinnerlicht werden. Dies trägt zur Identitätsentwicklung des Kindes bei und wird auch als soziale Phase bezeichnet. Mead unterscheidet in seiner Theorie zwischen Play und Game. Die Spielform Play wird auch als nachahmendes Spiel bezeichnet. Die Spielform Game als Wettkampf. Wie sich diese Spielformen voneinander unterscheiden, schauen wir uns jetzt an. Bei dem nachahmenden Spiel, in der Theorie Play genannt, spielt das Kind und ahmt Verhaltensweisen nach. Das nachahmende Spiel ist das Rollenspiel des Kindes. Das Kind spielt für sich wichtige Bezugspersonen nach und handelt und denkt von ihrem Standpunkt aus. Diese Bezugspersonen bezeichnet Mead auch als signifikant andere. Ein klassisches Beispiel ist das Vater-Mutter-Kind-Spiel bei Kindern. Das Kind ahmt dann beispielsweise den eigenen Vater oder die eigene Mutter nach. Das Kind wechselt dabei zwischen der eigenen Rolle und der Rolle der Bezugspersonen. Es fühlt sich in die eigene und in andere Rollen ein und entwickelt so eine organisierte Struktur. Bei dem nachahmenden Spiel kann das Kind die Regeln selbst erstellen und sie auch je nach Bedarf ändern. Bei dem Wettkampf, in der Theorie Game genannt, findet ein geregeltes und organisiertes Gruppenspiel statt. Klassische Beispiele hier sind Sportwettkampfspiele, zum Beispiel ein Fußball- oder ein Handballspiel. Das Kind muss mehrere Rollen gleichzeitig übernehmen können, nämlich die eigene Rolle und die Rolle der Mitspieler und Mitspielerinnen. Das eigene Verhalten muss an die möglichen Konsequenzen für das Team angepasst werden. Das Kind muss also die eigene Rolle erkennen, das eigene Verhalten und den Überblick über das mögliche Verhalten der anderen haben. Die Regeln können nicht einfach so nach Belieben vom Kind geändert werden. Play und Game stellen also zwei Phasen zur Entwicklung einer Identität dar. In diesen Phasen erfährt das Kind soziale Kontrolle. Diese Phasen sind ein wesentlicher Schritt zur Erlangung von Selbstbewusstsein. Wie entwickelt sich menschliche Subjektivität und damit die Identität? Der Mensch entwickelt eine Identität und Persönlichkeit, die in Bezug zu den Identitäten der anderen steht. Die Grundlage ist also die Interaktion des Menschen mit seiner Umwelt. Wir haben bisher gelernt, dass es bestimmte Fähigkeiten und Voraussetzungen gibt, die ein Mensch erfüllen muss. Der Mensch muss dazu in der Lage sein, die Haltung anderer Menschen und die Haltung untereinander mit den eigenen Haltungen in Einklang zu bringen. Die Identitätsentwicklung beim Kind ist abgeschlossen, wenn es die oben genannten Spielformen Play und Game erfolgreich verinnerlicht hat und diese Erkenntnisse auf eine größere soziale Gruppe beziehen kann und somit zur eigenen Identität machen kann. Das klingt kompliziert, aber vereinfacht gesagt bedeutet das, dass das Kind die eigene Haltung kennt und diese mit den Haltungen der anderen Menschen in großen sozialen Gruppen, zum Beispiel den Gesellschaftsmitgliedern, abstimmen kann. Die Identität besteht aber nicht nur aus der Übernahme der Haltung von anderen Personen. Wie sich die Identität laut Mead ganz genau entwickelt, wollen wir uns jetzt anschauen. Die Persönlichkeit und Identität entwickelt sich laut Mead durch den stetigen Austausch zwischen dem sogenannten Me und dem I. Diese Komponenten werden zum Self. Das Self ist also die Persönlichkeit und Identität des Menschen. Grundlage dafür ist, wie schon mehrfach erwähnt, die Sprache und Interaktion. I. Im I kommen die biologisch verankerten Triebe des Menschen zur Geltung. Mead versteht das I auch als die Kreativität und Spontanität des Menschen. Das I wird auch als psychische Komponente des Menschen bezeichnet. Hier kommt es zu spontanen und impulsiven Regungen des Menschen. Das I ist somit das Subjektive und Individuelle im Menschen. Dieses Subjektive und Individuelle wirkt sich auf das Me aus. Dadurch entsteht das menschliche Handeln. Me. Das Me ist der objektive Teil des Menschen. Im Me werden die Haltung anderer Personen und das Bild, wie der Mensch gesehen wird, mit eingeschlossen. Im Me kommt es nicht zu den spontanen und impulsiven Regungen des Menschen. Das Me ist die soziale Komponente und wird durch die jeweilige Gesellschaft geprägt. Erwartungshaltungen sind in dem Me mit einbegriffen. Fast jeder Mensch hat mehrere Mies in sich. Das liegt daran, dass der Mensch in unterschiedlichen sozialen Kreisen verankert ist und verschiedene Rollen in sich trägt. Dadurch entstehen unterschiedliche Erwartungshaltungen und Bedürfnisse. Ein Mensch verhält sich zum Beispiel an seiner Arbeitsstelle anders als bei einer ausgelassenen Feier um 3 Uhr morgens und wieder anders als bei einem weihnachtlichen Familienessen.
Es werden unterschiedliche Erwartungen und Rollen des Menschen angesprochen, welche sich aber alle auf das Selbstbild des Menschen auswirken. Die Bedingungen des Me müssen mit dem I abgeglichen werden, damit ein einheitliches Selbstbild des Individuums geschaffen werden kann. Self. Das Self entsteht aus der Wechselwirkung zwischen Me und I und entwickelt sich aus Erfahrungs- und Entwicklungsprozessen. Das Self ist ein Prozess, welcher nur im Zusammenspiel der sozialen Interaktion mit anderen Menschen entstehen kann. Laut Mead ist das Self nicht von der Geburt an vorhanden. Es bildet sich erst aus. Das Self ist kein festes Konstrukt und entwickelt sich im Prozess fortlaufend weiter. Man kann es auch als eine fortlaufende Ausdifferenzierung bezeichnen. Im Self wird das Selbstbild und das Selbstverständnis des Menschen wiedergespiegelt. Was ist deine Meinung zum symbolischen Interaktionismus nach Mead? Konntest du durch dieses Video etwas lernen? Dann gebe doch gerne einen Daumen nach oben. Oder hat dir etwas gefehlt? Hast du Ergänzungen zu dem Thema? Dann schreibe gerne einen Kommentar. Ich würde mich über eine Rückmeldung freuen. Klicke hier, um zu dem aktuellsten Video auf dem Erzieherkanal zu gelangen. Lasse hier ein kostenloses Abo da. Für weitere Infos schaue doch mal auf der Homepage www.erzieherkanal.de vorbei. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Simon vom Erzieherkanal.